Hey meine lieben Freunde und somit herzlich willkommen zu einer neuen Battlefield 1 News Folge. So lasse ich das mal im Raum stehen. Ich habe für euch die wichtigsten, schönsten, coolsten Informationen wieder rausgesucht zum Spiel Battlefield 1. Im Hintergrund seht ihr auch ein Gameplay, das von Jack Frax hochgeladen worden ist, sogar in 4K. Und ja, dieses Gameplay ist einfach der Hammer. Geht, glaube ich, so um die 23 Minuten. Link in der Beschreibung. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, komplett. Lohnt sich wirklich. Und die Aufnahme stammt von der EA Play, von diesem 64-Spieler-Match mit den bekannten Persönlichkeiten, wie ich letztens schon sagte, Snoop Dogg, Wiz Khalifa und natürlich viele, viele große YouTuber wie unter anderem Jack Frax. So, ich wollte das Video in drei Teile gliedern, und zwar wollte ich jetzt einmal so ein paar allgemeine News sagen, dann wollte ich euch ein Video zeigen und im dritten Teil wollte ich Informationen speziell auf die Waffen von Battlefield 1 nennen. War es jetzt richtig? Ja, egal. So, und da wollte ich auch direkt anfangen. Und zwar hat DICE jetzt bestätigt, dass es kein Tank-Takedown geben wird. Sprich, man kennt es aus vielen Filmen. Ein Soldat springt auf einen Panzer, macht die Klappe auf, schmeißt eine Granate rein. Boom, bang, alle Matsche tot. Kennt man halt, ne? Zum Beispiel Soldat James Ryan als Beispiel. Diese Animation wird es nicht geben, und das war wohl erst geplant oder das war nur ein Gerücht. Zumindest wird es nicht geben. So. Und dann wurde bestätigt, was aber sehr gut ist. Wir kennen es aus Battlefield 4. Dort war eine 30 Hertz Tick Rate, und das hat zur Folge gehabt, dass der Netcode ziemlich hoch war. Also beziehungsweise viel Probleme hatte, und zwar, dass man zum Beispiel schon längst hinter einer Deckung war oder hinter einer Mauer und dann trotzdem gestorben ist. Das hatte zur Folge halt, oder der Grund dafür war halt die Kommunikation vom Spieler zum Server. Also der Datenaustausch, das Senden und das Empfangen der Daten in Echtzeit. Das gab halt Probleme, und da war halt, ja, die 30 Hertz, es ist nicht viel. Und zumindest bei Battlefield 1 ist bestätigt worden, dass es Minimum 60 Hertz Server geben wird. Sehr gut. Dann wird es solche Probleme mit dem Netcode nicht mehr geben. Finde ich total klasse. Und dann zu den Flugzeugen. Da habe ich gelesen, dass es zwei Formen von Bomben geben wird. Zum einen Infanteriebomben, sprich, die wirft man ab und die detonieren zeitverzögert. Und dann gibt es natürlich die klassischen Bomben gegen Fahrzeuge zum Beispiel, die detonieren dann direkt beim Aufschlag. Der Bomber in Battlefield 1, der wird beide Bombentypen besitzen, und das Angriffsflugzeug wird nur die Infanteriebomben haben. Und dann gibt es noch eine Flugzeugklasse, die nennt sich Fighter, die wird gar keine Bomben haben. Okay, dann wird es kein passives Spotting mehr geben, also sprich, man kennt das aus Battlefield 4 oder Hardline, wenn jemand geschossen hat, ohne Schalldämpfer, dann wurde er in der Minimap angezeigt, boom, fertig. Das wird es nicht mehr geben, aber 3D-Spotting, sprich, man kann, oder man kennt es ja auch noch, das Markieren von Gegnern. Ja, ich bin auch immer rumgerannt, habe einfach Q gedrückt, ne? Und dann wurde irgendwo jemand schon markiert. Irgendwo hat es schon geklappt. Das wird jetzt aber nicht mehr so einfach sein. Und zwar muss man jetzt direkt und präziser markieren. Sprich, man muss den Feind wirklich richtig anschauen, anvisieren, und dann kann man ihn erst markieren. Für das eigene Team. Finde ich gut.
finde ich gut. So macht natürlich das Spotting, also wird das Spotting sehr, sehr wichtig, aber es wird auch schwieriger. So. Und dann ist noch interessant, genau, das Bewegungssystem, also sprich das Movement. Ich hatte ja schon mal dazu gesagt, es ist trotzdem ähnlich wie Hardline Battlefield 4. Sprich, es läuft sich alles sehr, sehr schnell. Trotz, dass es jetzt in Battlefield 1 ein Erster Weltkrieg-Shooter ist, wo ja damals noch alles ein bisschen langsamer war, sage ich jetzt mal, ist das flotte Gameplay trotzdem noch erhalten. Und zudem konnte man ja in Battlefield 4 und Hardline über, sage ich jetzt mal, hüfthohe Hindernisse drüber springen. Kann man jetzt bei Battlefield 1 auch. Plus höhere Mauern kann man auch überwinden. Ja? Also man kann jetzt wirklich sich irgendwo ranhängen und drüber ziehen. Finde ich gut. Somit hat man nicht mehr allzu viele Hindernisse im Gameplay. Und somit ist halt der Spielfluss flüssiger, sage ich jetzt mal. Dann möchte ich euch jetzt ein Video zeigen, denn ich habe ja in den letzten Video zu Battlefield 1 gesagt, dass ich ja von diesem Sound so beeindruckt war. Ich war sowas von beeindruckt und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen, weil ich habe ein Video gefunden von dem YouTuber Berdu. Link auch in der Beschreibung. Er selber war auch bei der EA Play in Los Angeles und hat auch dort dieses Video aufgenommen. Und da sieht man einfach ein cooles Gameplay, beziehungsweise ein guter Zuschauermodus, ja, also ein Spectator-Mode, so ein bisschen Cinematic. Und was mir aber aufgefallen ist, der Sound ist dort richtig, richtig gut aufgenommen worden. Wie gesagt, hört selber, macht jetzt eure Lautsprecher laut, setzt euch am besten Kopfhörer auf, gute Kopfhörer, und genießt es einfach. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch dieser Sound genauso umhauen wird wie bei mir. Bis gleich. Unaida!
Habe ich zu viel gesagt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schaut bei ihnen auf jeden Fall mal vorbei. Aber nun zurück zu meinen News. Und zwar möchte ich jetzt was zu den Waffen sagen. Und das, was mir teilweise gefällt, beziehungsweise, nee, das gefällt mir eigentlich sehr. Das gefällt mir sehr. Und es ist aber so, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und zwar ist das das neue Nachladen. Nachladen ist jetzt anders als wie in den vorherigen Battlefield-Teilen. Da hat man dann einfach die R-Taste gedrückt, hat Magazin rausgenommen, Magazin wieder rein, fertig, bumm. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil man ja da im Ersten Weltkrieg noch nicht so viele Waffen hatte mit Magazinen. Beziehungsweise hatte man ja so ein Gurt, also wo, was weiß ich, so ein 5 Patronen aufgeschlaufen waren und die man dann da so in die Waffe reingekloppt hat. Und so wird das auch sein. Zum Beispiel wird ein, also man hat so 5er Munitionsclips, zum Beispiel bei den Waffen des Sanitäters, bei den halbautomatischen Sniperwaffen, sage ich jetzt mal. Und da ist das jetzt so, wenn das Gewehr 10 Patronen fasst, also das sind dann 2 Gurte, a 5 Patronen, und man schießt das komplett leer, dann packt er 5, also beziehungsweise 2-mal so 5er Gurts rein. Das geht am schnellsten. Jetzt ist aber jedoch das so, verschießt man nur 3 Patronen, ja, dann muss er auch, also dann lädt er keinen ganzen 5er Gurt nach, ja, sondern 3 einzelne Patronen. Und das dauert wiederum länger. Jetzt ist es aber auch noch so, wenn man 9 Patronen verschießt, also sprich, es ist nur noch eine Patrone im Lauf, oder nicht im Lauf, sondern, ja doch, eigentlich ist er ja dann im Lauf, aber im Gewehr, dann packt er einen 5er Gurt rein und 4 einzelne. Jetzt könnte man sich ja, jetzt kann man sich gut vorstellen, dass das ziemlich lange dauern wird. Ich habe mir dann auch so überlegt, Mensch, das stimmt. Das ist mir gar nicht bei der EA Play so aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, da habe ich gedacht, boah, das Nachladen, das dauert voll lange, ne? Und, ja klar. Jetzt weiß ich auch, warum das so lange gedauert hat. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er einzelne Patronen immer nachgeladen hat. Und, wie gesagt, ich finde dieses Detail sehr, sehr gut. Und jetzt muss man halt wirklich überlegen, lade ich jetzt nach oder warte ich noch? Oder verschieße ich das Ding komplett? Oder begebe ich mich in Sicherheit? In irgendein Haus oben oder was weiß ich und lade dann in Ruhe nach. Oder ich benutze meine Zweitwaffe, die Pistole. Weil die wird dann, denke ich mal, auch öfters in Benutzung kommen. So, das fand ich halt sehr, sehr interessant. Zudem wird es keine allgemeinen Waffenkategorien mehr geben. Sprich, man kennt es aus Battlefield 4. Da hat man die Karabiner und die DMRs, also die halbautomatischen Sniperwaffen. Beim Sanitäter konnte man die wählen, beim Pionier, beim Versorger, beim Sniper an sich. Und das wird es jetzt nicht mehr geben. Also es wird wirklich allen eine Waffe zugeschrieben. Sprich, die Repetierwaffen nur den Sniper. Die halbautomatischen Gewehren nur der Sani. Leichte Maschinengewehre nur Versorger. Und Maschinenpistolen nur Sturmsoldat. Jetzt ist mir aber bei der Neuigkeit was aufgefallen. Wo sind die Schrotflinten? Ja, sollte man... Weil selber, ich weiß nicht, wo die Schrotflinten, bei welcher Klasse die dabei sind. Ob das auch nur Zweitwaffen sind. Ich weiß es nicht mehr. Da bleibe ich auf jeden Fall dran. Vielleicht in der nächsten News-Folge auf meinem Kanal werde ich dazu was sagen. Aber wie gesagt, es wird keine allgemeine Waffenkategorie mehr geben. Zudem geht es um jetzt abschließend, ich glaube, das ist auch das letzte, was ich habe. Ja,
geht es um die Nahkampfanimation. Ja? Um diese hier. Genau. Und zwar, was passiert, wenn wir jetzt zwei Spieler haben, die beide diese Animation machen und auf einen zurennen? Wer gewinnt das Match? Wer gewinnt das? Das hat unter anderem Jack Frax getestet. Und ja, dabei kam raus, dass der Spieler, der die Animation zuerst aktiviert, schaltet den Gegner aus. So einfach ist das. Sprich, damit wird der Spieler belohnt, der zuerst reagiert. Sprich, Soldat A, Soldat A, Soldat B. A sieht B, B sieht aber A auch und B hat aber die schnelle Reaktion. Und drückt die F-Taste. 2 Millisekunden später drückt Soldat A auch die F-Taste für den Nahkampf. Beide starten die Animation. Und B, weil er zuerst gedrückt hat, gewinnt das Match. So einfach ist das. Eine Kontertaste für den Nahkampf, wie es im Battlefield 4 gab, wird es im Battlefield 1 nicht mehr geben. Finde ich auch okay so. Weil das mit den Kontern, das hat bei mir nie geklappt. Ich konnte nie kontern. Ich habe F gedrückt, gekontert ohne Ende. Es hat bei mir nie geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Kann nicht drauf verzichten. Das ist viel, viel besser. Also, ne. So, ich gucke noch mal schnell durch. Also, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte in dieser Folge. Und wenn doch nicht, dann wird es noch eine Folge geben. Die wird es so oder so geben. Und, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Danke fürs Zuschauen. Liken, teilen, kommentieren. Ihr kennt das ganze Spiel, wie immer. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin, Tschüssikowski.